Ja, hallo zu Diablo 3. Hier wieder mit... Alter, jetzt sieht er noch fraulicher aus als vorher. Jetzt hat er schon noch ein Kleidchen an. Wieso Kleidchen? Ist ja wahr, ne? Hast du mal einen Matrix? Wenn du so an der Seite... Der ist ein ja, das schon, aber so, wenn du so zur Seite stehst, sieht das beinahe aus wie ein Kleidchen. Oh, komm, lass uns metrosexuelle Grauend. Geil. Ich find's schön. So, ja, beim letzten Mal wollten wir hier mit den ganzen Leuten sprechen. Und ich wollte mal sagen, damit fangen wir gleich an. Was hast du denn? Ich habe weiter darüber nachgedacht, was mir fehlt. Und? Unsere Reise scheint mir Dinge klarer zu machen. Es ist schwer zu erklären. Vielleicht fällt euch mehr ein mit der Zeit. Ja, der Zauber, der mich in diese Zeit schickte, war an den Propheten gebunden. Nun ist er verschwunden und auch ich fühle mich unvollständig. Als wären Teile von mir verloren im Fluss der Zeit. Solche Dinge verschwinden nicht lange. Ihr werdet sie wiederfinden. Ja, aber es wird ein Weilchen dauern. Mein Geschick ist nicht so groß wie das des Propheten. Puzzle über 3000 Teile puzzle ich nicht. So, nur so vorweg. Ich bin bereit, diese Schlüsselwörter zu lesen. Ich werde umblättern. Wie seltsam. Das sind ganz einfache Wörter. Wörter, die ich noch nie in einem Zusammenhang... Ah, ich kann alles sehen. Wasser auf einem Blatt. Eine brennende Hütte. Licht in den Augen meiner Mutter. Es soll aufhören. Es wird langsamer. Ich kann... Oh, nein. Nein! Ich war ein junger Mann. Ein vielversprechender Soldat der Westmark. Der Orden hat mich rekrutiert. Sie haben mich belogen. Mir falsche Sünden aufgeladen. Warum glaubt ihr, haben sie das getan? Ich weiß es nicht. Aber ich bin sicher, dass sich Yonda deshalb vom Orden abgewandt hat. Er war ein Narr. Der Großmeister weiß mit Sicherheit nicht, was seine Inquisitoren getan haben. Wenn ich mit den Folianten zurückkehre, wird er sie für ihre Sünden bestrafen. Bitte... Ich muss über das alles nachdenken. Ob wir ihn noch exekutieren müssen? Ich zeige. Ich bin nicht sicher, was ich davon erwartet habe, meine Mutter wiederzuhaben. Aber das bestimmt nicht. Sie ist ganz anders, als ich erwartet hatte. Ich kann sehen, was ihre Aufgabe ihr abverlangt hat. Genau wie bei meinem Onkel. Lea wird mächtiger. Die Macht war immer in ihr. Jetzt lernt sie, sie zu kontrollieren. Sind ihre Kräfte also von euch gekommen? Ich weiß nicht, woher ihre Macht kommt. Ich habe mein Leben lang die Wege der Magie studiert, aber es ist mir nie so leicht gefallen. Lone Star, der Saft ist in dir. Warum habt ihr euch entschieden, nach Tristram zu kommen? Wer weiß, woher in die Kommentare. Auch gefragt. Es war Miras Idee. Ich frage mich, ob sie etwas gesehen hat und wusste, dass ich hier sein sollte, um euch zu helfen. Ob sie wohl die ganze Zeit wusste, was passieren würde? Unser Leben auf dieser Welt ist kurz und vergänglich. Ihr habt gemeinsam viele gute Jahre verbracht. Verschwendet eure Zeit nicht mit Bedauern. Danke. Ich möchte kurz allein sein. Es gibt nichts zu reparieren. Ja. Ich will nur mal schnell gucken. Mein Inventar ist leer. Ja. Lea ist ja die Tochter von Adria. Ja. Adria war eine Weile mit dem dunklen Wanderer zusammen, bevor der dunkle Wanderer wurde. Dazu muss man mit dem. Er ist jetzt der dunklere Wanderer. Im ersten Teil gibt es den Sohn des Königs Leoric, der ja da wahnsinnig geworden ist. Ja. Und der Sohn besiegt dann Diablo und steckt sich dessen Seelenstein in den Körper, damit er ihn bindet. Das geht allerdings grausam schief und er wird zu dem dunklen Wanderer quasi von Diablo besessen.
Und bevor er die Kontrolle komplett verliert, war er mit dieser Adria zusammen und hat Leon erzeugt. Also ich bin der Meinung, dass dann noch ein bisschen von Diabolos Macht mitspielt in ihren Zauberkräften. Aha. Ja. Habe ich aus dem Buch erfahren, was ich gelesen habe. Diesesjeniges, welches, was er das letzte Mal empfahl. Genau. Ach, verdammt. Benötigte Materialien. Was wird denn benötigt? Will seine Erfahrung, neue Rezepte und höhere Stufe. Und wo kriege ich nun wieder neue Rezepte raus? Was denn? Ich habe mir gerade Gespräche von dem alten Sack an. Mhm. Haben wir die nicht schon gehört? Bei mir sind noch welche da. Ihr werdet feststellen, dass Edelsteine, die ihr findet, eure bereits beachtlichen Fertigkeiten verbessern können. Ich kann Edelsteine gleicher Art kombinieren, um sie zu verstärken. Zurzeit habe ich nur einige simple Schmuckstücke für euch im Angebot. Wenn ihr mir aber Materialien bringt, werde ich euch später aufregende und exotische neue Entwürfe bieten können. Aber es muss sich nicht alles aufs Geschäft beschränken, nicht wahr? Kommt jederzeit auf einen Plausch vorbei, mein Guter. Ah, ein ausgesprochen interessantes Thema. Ich verkaufe Juwelen. Die Götter segnen jene, die ihre Arbeit gut machen. Götter? Welche Götter? Ich bin ein Mönch von Evgorod. Ich habe 1001 Gott. Ihr habt 1001 Gott? Gute Güte, das ist sicher kompliziert. In Xiangsai gibt es nur 59 und man muss schon mal die Straße überqueren, ohne einen zu lobpreisen und einen anderen um Vergebung zu bitten. Das ist geil. Hat er bei dir auch gesagt, dass er 1001 Gott hat? Nee. Also, na, ach, guck's dir an, geil. Er hat 1001 Gott und, also mein Mönch hat 1001 Gott und der Habgiri Shen, die haben dann nur 59, meint er. Da kann man auch mal über die Straße gehen, ohne einen anzubeten und den nächsten um Verzeihung zu bitten. Ich wusste doch, dass ihr mich an aufregende und mysteriöse Orte führen würdet. Nee, bei mir hat er über Magier hergezogen. Ich werde jederzeit das Juwel finden, das ich suche. Für einen Mann, der so von Juwelen besessen ist, erscheint ihr mir nicht gerade reich. Das ist schnell erklärt. Ein gutes Paar Sandalen hält 10 Jahre. Aber man kann nicht nach verfluchten Juwelen suchen, ohne pro Tag 10 bis 12 große Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Das geht ins Gold. Moment mal, das Juwel ist verflucht? Ein bisschen. Ab und zu ändert es seine Form, ja. Oh, und es treibt seine Besitzer langsam in den Wahnsinn. Ansonsten ist es völlig harmlos. Ach naja, wenn es weiter nichts ist. So, jetzt, was ist? Er zog über Magier her, ja, weiter? Ja, er zog halt über Magier her. Aha. Ich dachte, da kommt jetzt noch was. Nö, nix. Da versucht man einem jungen Burschen einen guten Rat zu geben und er nimmt an, dass man der Gott der Diebe von Xiansai ist und als greiser Juwelier verkleidet durch die Gegend zieht. Ich kann die Verwechslung verstehen. Sai und ich sehen uns tatsächlich ein wenig ähnlich. Ich stelle fest, dass ihr nichts getan habt, um ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Warum schaffe ich das? Ich wäre soweit. Wer verdient mehr Schutz und Führung als der bescheidene Dieb? Ich will nur noch schnell die Shen-Gespräche abschließen. Ich glaube, Soldun Kul einmal getroffen zu haben. Er hat auf mich einen recht ordentlichen Eindruck gemacht. Für einen Magier zumindest.
Für einen Magier? Ach, ihr wisst, wie sie sein können. Das ständige Händefuchteln und die andauernde Murmelei. Sie können ein wenig seltsam sein. Bei Soljung Cool hat er über die Magier gelästert. Ja. Ihr seht mich auf sehr seltsame Art an. Ich habe zu den Göttern gesprochen, doch sie nie direkt zu mir. Ich glaube nicht, dass ihr einer seid. Aha. Sagt mir, wie kommunizieren eure Götter, wenn nicht auf direktem Wege? Ich lausche. Ich halte nach Zeichen Ausschau. Der Wind führt mich. Die Wolken weisen mir den Weg. Das klingt recht kompliziert. In meiner Religion erscheinen die Götter manchmal in sterblicher Gestalt, um verwirrten Reisenden Weisheit zu spenden. Ihr besteht also darauf, ein Gott zu sein? Das müsst ihr schon selbst beurteilen. Fühlt ihr euch schlauer, ihr Schlaumeier? Hm? Meine Frau. Ich glaube, ich habe mich in Bezug auf das Juwel, das ich suche, geirrt. Es ist auch nicht in diesem Land. Was für eine Schande. Warum sucht ihr dieses verfluchte Juwel? Weil es Tausende getötet hat. Und weil ich der Einzige bin, der es besitzen kann, ohne Schaden zu nehmen. Das ist töricht von euch. Glaubt ihr, dass ihr es berühren könnt, weil ihr behauptet, ein Gott zu sein? Nein, weil es mir schon alles genommen hat, was von Bedeutung ist. Aber genug davon. Ich habe jetzt schon lang genug ohne würziges Rindfleisch und noch würzigeren Wein durchgehalten. Na. Huch, ich muss das woanders probieren. Ich habe aus Versehen meinen Helferlein gerufen. Na, dann lass mich rumstehen. Ich habe meinen Smaragdknilch schon ausgebildet. Bis Stufe 3 ist er jetzt, Adept. Bei mir auch. Aber jetzt brauche ich hier irgendwelche Pergamente. Ja. Haben wir überhaupt schon sowas gefunden, Neva? Nö. Naja, wollen wir? Ja, ich bin schon und so, du weißt. Bist schon? Ja. Auf zur Unendlichkeit, so weiter. Ja, den kenne ich auch. Meine Archive befinden sich am nördlichen Ende der trostlosen Sande. Da werden wir meinen Körper und den schwarzen Seelenstein finden. Okay. Ich vertraue ihm immer noch nicht. Ende der trostlosen Sande. Stand auch was über solchen Pool drin? Du stellst immer Fragen. Warte. Überlege gerade, ich bin gerade abgelenkt durch Kämpfe. Der war ursprünglich einer der Zauberer, die von... Oh, wie heißt jetzt dieser dämliche Engel der Gerechtigkeit, der die ganze Zeit so schmeiert? Tyrael. Tyrael vor einigen tausend Jahren damit beauftragt wurde, die drei großen Übel, die in die Welt der Menschen verbannt wurden, in Seelensteine zu bannen. Da sind wohl ein paar Sachen schiefgegangen. Und Soljung Cool ist des Wahnsinns anheimgefallen, angeblich. Moment, aber da habe ich eine Gegenfrage. Wenn das ein paar tausend Jahre her ist, wie kann denn der Smaragdknilch den getroffen haben? Gute Frage, nächste Frage. Fragen über Fragen. Ich habe nicht genug Geistes. Hui, komm schon. Und es hat Pum gemacht. Ja,
Ich habe gerade überlegt, hier bei so einem Schwarm Fliegen, da kann man sagen, jeder Schlag ein Treffer.